Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, heute Herrn Professor Rüfner hier begrüßen zu können in unserer Vortragsreihe China heute. Ich habe mal nachgeschaut, wofür er alles Professor ist. Für bürgerliches Recht, römisches Recht, neuere Privatrechtsgeschichte, deutsches und internationales Zivilverfahrensrecht. Das ist eine ganze Reihe von Bereichen der Jura bereits. Ja. Und Recht ist ja sonst eine sehr nationale Angelegenheit, aber bei Herrn Rüfner ist es definitiv nicht der Fall. Er ist ein sehr internationaler Rechtswissenschaftler. Geboren wurde er in Bonn und den ersten interessanten Eintrag in seinem Lebenslauf finde ich 1990, wo er Sieger im Certamen Ciceronianum Arpinas war. Es ist ein großer internationaler Lateinwettbewerb. Das beeindruckt mich natürlich besonders, denn ungefähr zu der Zeit habe ich mit dem Bellum Gallicum zu kämpfen gehabt und ich würde sagen, mein Verhältnis zum Latein war für das Latein nicht so schön wie vermutlich Ihres. Also deswegen kann ich das umso mehr bewundern. Sie haben dann in Jura in Bonn und Tübingen studiert, waren Referendar unter anderem in den USA am Bankruptcy Court in San Francisco, haben in Graz und Rom promoviert. Also wir sehen schon ein sehr internationaler Lebenslauf. Das Thema der Promotion, damals etwas zum römischen Recht, wenn ich das richtig zusammenfasse, vertretbare Sachen zur Geschichte der Res quae pondere numo mensura constant. Und 2004 kam dann die Habilitation mit einer Arbeit zu Gerichtsstand und Ladungszwang zum Verfahrensort im römischen Formularprozess. Seit 2005 ist er Professor in Trier, inzwischen auch im zweiten Hauptamt Richter am Oberlandesgericht in Koblenz. Er war zweimal Kurzzeitdozent am Deutsch-Chinesischen Institut für Rechtswissenschaft in Nanjing. Und da haben wir dann auch schon gleich die Beziehung zu China, nachdem wir bisher ja die Beziehung zum Latein und zum römischen Recht gesehen hatten. Und inzwischen ist er auch Mitglied im Forschungsverbund Transkulturalität in Ostasien und Europa hier an der Universität Trier. Ja, und wir freuen uns nun ganz besonders auf seinen Vortrag zum Thema Privatautonomie und Eigentum im Sozialismus chinesischer Prägung. Das BGB als Vorbild für Chinas Zivilrecht. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung. Ich muss sagen, ich bin erfreut und auch sehr demütig angesichts der großen Kulisse, die virtuell sich versammelt hat, und hoffe, dass ich den vielen China-Kennern, die ich da im Publikum schon sehe, überhaupt was Neues erzählen kann. Immerhin gibt es Neues aus dem chinesischen Zivilrecht soeben. Insofern, als gerade ein wichtiges Ereignis der chinesischen Rechtsgeschichte stattgefunden hat mit dem Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches für die Volksrepublik China am 01.01.2021. Ich habe ein ganz paar wenige Daten zur chinesischen und zur europäischen Rechtsgeschichte aufgezeichnet. Es führt einen in Versuchung, das so ein bisschen zu parallelisieren, denn manchmal wird dieses Buch der Strafen von 536 vor Christus als erste Kodifikation im alten China angesehen, und das liegt dann relativ nahe an der ersten Rechtsaufzeichnung im alten Rom, 450 vor Christus, das sogenannte Zwölftafelgesetz. Man kann vielleicht aber schon an der Stelle sagen, dass das sehr unterschiedliche Werke sind. In China ist am Anfang und bleibt der Fokus lange Zeit auf dem Strafrecht, während das Zwölftafelgesetz von Anfang an Strafrecht nicht in den Vordergrund stellt und vor allem nicht das Strafen von Staatswegen, sondern vor allem die Befriedung von Auseinandersetzungen zwischen Privatleuten. Das Zwölftafelgesetz fängt an mit dem Satz, wenn einer den anderen vor Gericht ruft, soll er kommen. Fasst also sozusagen schon im ersten Satz das ins Auge, was man später den Zivilprozess, den Prozess zwischen zwei Bürgern ins Auge fassen wird. Die äußerlichen Daten regen zu weiteren Parallelisierungen an. In der europäischen Rechtsgeschichte ist das nächste Datum 533, 34 nach Christus, die große justinianische Kodifikation, die für mehr als 1000 Jahre gewissermaßen
den Rahmen vorgeben wird für die Rechtsentwicklung in Europa. Und in ähnlicher Weise ist im 7. Jahrhundert der Tang-Kodex in China, also die Rechtsaufzeichnung unter der Tang-Dynastie, das Muster, nachdem dann die Rechtsaufzeichnung, die Gesetzgebung späterer Dynastien bis zur Qing-Dynastie, bis an die Schwelle zur Moderne sich orientieren wird. In China wird es da immer bei einem Fokus auf dem Strafrecht bleiben, sodass auch über die Regelung von Streitigkeiten, über Verträge, über Erbschaft, über Kauf im alten China man relativ schlecht unterrichtet ist, während genau solche Streitigkeiten im Fokus der Entstehung der europäischen Rechtswissenschaft sind, die auf der Grundlage dieses Corpus Juris Civilis, also des Körpers oder der Sammlung des Zivilrechts des Kaisers Justinian sich vollzieht. In Europa beginnt die Moderne des Rechts spätestens, je nachdem wie man zählt, mit dem Inkrafttreten des Code Civil in Frankreich, also der ersten großen nationalen Kodifikation, die das römische Recht verdrängt. Und als Gegenmodell und zugleich nach dem Vorbild des Code Civil schafft sich das neu entstandene Deutsche Kaiserreich zum 01.01.1900 seine Kodifikation. In China beginnen die Arbeiten an einer Kodifikation nach westlichem Vorbild, auch einer Kodifikation des Zivilrechts, gleich nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs 1911 und tragen erste Früchte mit dem Inkrafttreten des Zivilgesetzbuchs der Republik China von 1929 bis 1931. Sie lesen jetzt vielfach zu dem neuen Zivilgesetzbuch der Volksrepublik, das sei die erste Kodifikation in China. Das ist evident falsch, denn es gibt eben diese Zivilrechtskodifikation aus Taiwan, die ihrerseits in manchem Anleihen genommen hat beim japanischen Zivilgesetzbuch, das seinerseits stark vom deutschen Recht beeinflusst war. Von daher haben wir seit etwa Beginn des 20. Jahrhunderts eine enge Verbindung zwischen dem deutschen Recht und dem ostasiatischen Rechtskreis. Und wie wir sehen werden und was Gegenstand dieses Vortrags ist, setzt sich diese Verbindung auch fort in dem neuen Zivilgesetzbuch der Volksrepublik, das eben nicht ein ganz neuer Anfang jenseits aller Traditionen ist, sondern insbesondere auch Vorgaben aufnimmt aus der ostasiatisch-republikanischen. Ein Blick auf den Weg zu dem neuen Gesetz im engeren Sinne, also die Vorstufen zu dieser Gesetzgebung, die fielen natürlich nicht vom Himmel jetzt im Jahr 2021, sondern wird vorbereitet seit Beginn des Reformkurses unter Deng Xiaoping 1978. Sie haben eben vielleicht auf der Folie schon gesehen, mit Machtergreifung der Kommunisten ist das Zivilgesetzbuch von 1931 ersatzlos außer Kraft gesetzt worden in Festlandschina. Es gilt weiter auf Taiwan. In Festlandschina gab es der Idee nach kein Zivilrecht mehr, kein Privatrecht mehr. Alles gehörte dem Staat, alles war vom Sozialismus geprägt. Bis eben zum Einsetzen der Reformen von Deng Xiaoping. Vorher gab es als einziges Gesetz in zivilrechtlichen Materien, das in kommunistischer Zeit erlassen worden war, das Ehegesetz von 1950, das seither auch mehrfach reformiert worden ist. Und wir haben seit 1978 in relativ rascher Folge, vor allem in den letzten Jahren, neue punktuelle Regelungen. Wir haben also zunächst ein Erbrechtsgesetz schon 1985, dann vor allem eine allgemeine Prinzipiengesetzgebung zum Zivilrecht, also ein Gesetz, das die wesentlichsten, die wichtigsten Grundlagen eigentlich des gesamten Zivilrechts regeln soll für den Übergang zu einer teilweise kapitalistischen Wirtschaft. Wir haben dann auf dem Gebiet des Familienrechts das Adoptionsgesetz von 1991 und ein Kreditsicherheitengesetz von 1995, Vertragsgesetz von 1999 und Sachenrechtsgesetz von 2005. Und als letzten Stein in dieser allmählichen Aufbau des Zivilrechts dann das Sachenrechtsgesetz von das Delikthaftungsgesetz von 2010. Was das im Einzelnen ist, muss uns nicht so sehr bekümmern. Es mag zunächst mal der Hinweis genügen, dass damit die Kodifikation, die jetzt geschaffen ist, im Wesentlichen darin besteht, die Einzelteile, die es schon gab, in eine gemeinsame Nummernzählung, in ein gemeinsames Gesetz zu bringen. Wir werden auch gleich sehen, wenn wir uns die Struktur des neuen Gesetzes ansehen, dass sich mehr oder weniger diese Einzelgesetze, die seit 1978 erlassen sind oder seit 1985 alle dort wiederfinden. Und zugleich sehen Sie auch, wenn wir uns das im Vergleich ansehen, die nahe Verwandtschaft schon in der Struktur mit dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch vom 01.01.1900.
In Deutschland wie in China fängt das Ganze an mit einem Erstbuch unter der Überschrift Allgemeiner Teil. In China ist das im Wesentlichen das Gesetzbuch von die allgemeinen Prinzipien von 1985, die unter dieser Überschrift jetzt im neuen Gesetzbuch stehen. Dann haben wir an zweiter Stelle in China das Sachenrecht. Das ist identisch mit dem, was im dritten Buch des BGB geregelt ist. Da haben wir also nur eine kleine Verschiebung. Und in China dann als drittes Buch das Vertragsrecht. Das ist im BGB ein wesentlicher Teil des Schuldrechts. Und da sehen wir eigentlich einen der wichtigsten Gliederungsunterschiede. Wir hatten eben gesehen, der chinesische Gesetzgeber hat ein Vertragsrecht und ein Gesetz über die Deliktshaftung mit großem zeitlichen Abstand erlassen. Und das findet sich jetzt auch wieder, diese Teilung der Materie, die im deutschen Recht sich insgesamt Schuldrecht nennt, in der Struktur des Zivilgesetzbuchs, weil eben dieses neueste Einzelgesetz, das Gesetzbuch über die Deliktshaftung, als letztes Buch sozusagen hinten angeklebt ist an dieses Zivilgesetzbuch und damit einen anderen Platz hat als in Deutschland. Dann geht es aber schon wieder ganz ähnlich weiter. Das, was im fünften Buch sich unter der Überschrift, oder das vierte Buch ist eine Besonderheit, auf die wir zurückkommen. Im fünften Buch finden wir dann aber unter der Überschrift Ehe und Familie eben das, was in Deutschland traditionell Familienrecht heißt, und als sechstes Buch beiderseits das Erbrecht. Also die wesentlichen Unterschiede bestehen in der Einfügung dieses Buchs über Persönlichkeitsrechte und in der Zweiteilung des Schuldrechts. Trotzdem folgt das chinesische Recht damit im Großen und Ganzen der Ordnung, die das BGB vorgegeben hat und die charakteristisch ist für alle Gesetzbücher, die nach deutschem Muster gemacht sind, die letztlich zurückgeht auf einen Grundriss für Pandektenvorlesungen, also eine Gliederung des Rechtsstoffs mit akademischer Absicht, die zurückgeführt wird auf einen Juristen namens Georg Arnold Heise im 19. Jahrhundert. Das nennt sich das Pandektensystem. Pandekten ist eigentlich eine Bezeichnung für einen Teil der justinianischen Rechtskodifikation. Das ist aber nichts, was mit dem römischen Recht direkt zu tun hat, sondern ist eben die Gliederung, die Systematisierung, die in Deutschland im 19. Jahrhundert herrschend geworden ist und die deswegen das BGB übernimmt und an die sich eben über weite Teile auch das chinesische Recht mit seiner neuen Kodifikation anschließt, ebenso wie das japanische Recht und das Recht der Republik China, das auf Taiwan noch gilt. Das ist nicht eine rein äußerliche Einteilung, sondern eine, die vor allem eng zusammenhängt mit den Begriffsbildungen der deutschen Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts und darunter vor allem einem Zentralbegriff, nämlich dem Begriff des Rechtsgeschäfts. Jetzt kommt eine Folie, die haben verschiedene der Anwesenden schon mal gesehen, die demonstriert, dass dieser Begriff des Rechtsgeschäfts, ganz oben in Rot aus dem BGB zitiert und dann unten in Grün in korrespondierenden Vorschriften aus dem Gesetz der Republik China und der Volksrepublik, dass dieser Begriff des Rechtsgeschäfts eben sowohl in Festlandschina rezipiert ist wie auch auf Taiwan. Nur ganz kurz, was hat es damit auf sich mit diesem Begriff? Warum ist er so wichtig für die Systematik? Nun, Rechtsgeschäft ist ein Oberbegriff, den die deutschen Juristen des 19. Jahrhunderts gebildet haben für den schuldrechtlichen Vertrag, also das Geschäft, durch das sich zwei oder mehr Personen zu gegenseitigen Leistungen verpflichten, beispielsweise der Käufer zur Zahlung eines Kaufpreises, der Verkäufer zur Übergabe einer Sache. Und anderen Rechtsakten, die insbesondere einseitiger Natur sind, wie beispielsweise ein Testament, das der Erblasser ganz für sich alleine schreibt, oder eine Kündigungserklärung, die der Mieter oder der Arbeitgeber einseitig überbringt. Diese verschiedenen Formen der Rechtsgestaltung nach dem eigenen Willen, aber eben einerseits im Konsens zwischen zweien oder mehreren, andererseits nach dem Willen eines Einzigen, den Oberbegriff dafür bildet das Rechtsgeschäft. Und nur weil es diesen Oberbegriff Rechtsgeschäft gibt, ist es möglich, allgemeine Regeln für diese Bereiche im allgemeinen Teil, also im ersten Buch, zu versammeln und damit einen Großteil dessen, was über Vertragsschluss, Willenserklärung, Irrtum, Zugang von Vertragsangeboten und dergleichen mehr zu sagen ist, herauszunehmen aus dem Vertragsrecht. Also diese ganze Einteilung, insbesondere das Voranziehen eines allgemeinen Teils, setzt die Rezeption des Begriffs des Rechtsgeschäfts voraus. Deswegen ist es quasi selbstverständlich, wenn man die Gliederung des neuen chinesischen Zivilgesetzbuchs sieht, dass man auch das Rechtsgeschäft dort irgendwie finden wird, so wie es in der Tat der Fall ist. Und Sie sehen da, es wird dafür in Festlandschina und auf Taiwan derselbe chinesische Ausdruck und dieselben chinesischen Schriftzeichen, wenn auch einmal als Langzeichen und einmal als gekürzte Zeichen, verwendet. Diese Begrifflichkeit
ist übernommen aus dem japanischen Zivilgesetzbuch, das seinerseits eben schon große Teile der deutschen juristischen Terminologie in Kanji, also in chinesische Schriftzeichen, übersetzt hatte. Und auf dieser Grundlage sind sie dann in verschiedene ostasiatische Rechtsordnungen übernommen worden. Wir haben also, ohne jetzt in alle Einzelheiten zu gehen, eigentlich überall, wo man hineinschaut in dieses neue chinesische Gesetzbuch, sich aufdrängende Ähnlichkeiten, sich aufdrängende Übereinstimmungen mit dem deutschen Recht. Die stammen zu einem nicht geringen Anteil daher, dass man eben Anleihen beim republikanischen Recht genommen hat, beziehungsweise die Begrifflichkeiten, die dort eingeführt sind, auch Ideen aus der dortigen Rechtsliteratur übernommen hat. Aber sie stammen natürlich auch daher, dass man sich unmittelbar an Deutschland orientiert hat. Es gibt ein großes Interesse in China bis heute am deutschen Recht. Es gibt viele junge Chinesen, die nach Deutschland kommen, um deutsches Recht zu studieren. Man ist dort, wie ich aus eigener Erfahrung war, als deutscher Rechtslehrer sehr gefragt und angesehen. Und auf diesen verschiedenen Wegen kommt es zu dieser Anlehnung des festlandchinesischen Rechts an das deutsche Recht bis heute. Nun betrifft das, was ich bisher gesagt habe, im Wesentlichen die Terminologie und die Struktur, weniger die Inhalte. Ich hatte ja in meiner Themensetzung Privatautonomie und Eigentum vorangestellt, also materielle Werte der deutschen Rechtsordnung, die für eine freiheitliche, der Marktwirtschaft verpflichtete Rechtsordnung stehen. Und den Rest des Vortrags nach diesen Hinweisen zum Einfluss des deutschen Rechts im Allgemeinen möchte ich der Frage widmen, wie es um diese Wertbegriffe des deutschen Zivilrechts in China steht. Fangen wir an mit dem Eigentum. Das ist vielleicht der schwierigste Begriff. Herr Kollege Ehmann, der an unserem Fachbereich ja einer der Gründerväter ist und der auch schon in China unterrichtet hat, berichtet immer, wie in den 80er Jahren in China, in Nanjing, ihm die Studenten entgegenhielten, Eigentum gibt es bei uns nicht, Sachenrecht gibt es bei uns nicht. Und wie er dann demonstriert hat, indem er gesagt hat, wenn es bei Ihnen kein Eigentum gibt, dann nehme ich Ihnen als erstes Ihren Kugelschreiber weg. Dass es irgendwie eine elementare Vorstellung von Privateigentum eben doch gab und gibt. Sie sehen hier an diesem etwas quälend formulierten Artikel 206 des neuen Zivilrechts, den ich Ihnen hier in der englischen Übersetzung auch aufgeschrieben habe, den Sie aber auch nicht im Ganzen zu lesen brauchen, dass sich der chinesische Staat mit dem Begriff des Privateigentums bis heute schwer tut. Nur am Rande, ich bringe jetzt immer die chinesische Übersetzung, die englische Übersetzung der chinesischen Texte von der Seite von einer chinesischen Website, die zum People's Congress gehört, also zum Parlament. Die ist nicht besonders gut und eben außerdem auf Englisch. Es existiert eine bessere deutsche Übersetzung, die ich Ihnen deswegen nicht zeige, weil sie auf der Website der Zeitung für chinesisches Recht steht. Deren Abonnent bin ich, aber ich habe das Passwort verbummelt und konnte die deswegen nicht beischaffen. Wenn Sie das interessiert, können Sie da sich anmelden und sie nachlesen. Bloß ich kann sie Ihnen heute jetzt nicht zeigen. Ich denke, für die wenigen Vorschriften, die ich Ihnen zeige, kommen wir mit der englischen Übersetzung zurecht. Diese Folie zeige ich Ihnen nur, um zu zeigen, wie schwer sich der chinesische Staat damit tut, das Privateigentum anzuerkennen. Auch nach über 40 Jahren marktwirtschaftlicher Reform wird hier ein Lippenbekenntnis zum sozialistischen Eigentum, zumindest ein Lippenbekenntnis, abgelegt und dazu, dass eben das Volkseigentum die Hauptform des Eigentums sein soll und nur daneben auch das Privateigentum geschützt sein soll. Das hat selbstverständlich in Deutschland kein Äquivalent, genauso wenig wie dieser zweite Artikel, der im Gegensatz zu dem ersten mehr ist als ein Lippenbekenntnis, der nämlich wirklich materielle Bedeutung hat, insofern als er für städtische Grundstücke allgemein das Privateigentum ausschließt. An städtischen Grundstücken sind prinzipiell nur begrenzte Nutzungsrechte möglich, die übrigens nach dem Muster des römisch-rechtlichen Nießbrauchsrechts ausgestaltet werden. Von dem ganzen großen Kodifikationswerk des Kaisers Justinian hat man ausgerechnet diesen ziemlich schmalen Abschnitt über den Nießbrauch mit der Absicht, sich davon etwas zu lernen, ins Chinesische übersetzt, schon vor vielen Jahren. Und tatsächlich werden eben Nutzungsrechte, zeitlich beschränkte Nutzungsrechte, die entfernt an den römischen Nießbrauch erinnern, gewährt an diesen städtischen Grundstücken, aber eben kein volles, unumschränktes Eigentum. Da bleibt also tatsächlich nun ein gehöriges Stück Sozialismus stehen. Ich habe als Gegenbild dazu Ihnen hier die
deutsche Vorschrift des Paragraphen 903 BGB, der sozusagen die Magna Carta des Eigentumsschutzes darstellt, aufgeschrieben, zurückgehend nicht nur auf den mittelalterlichen Juristen Bartolus von Saxo-Ferrato, der hat das auf die Formulierung gebracht, die sich im BGB noch wiederfindet, aber letztlich schon auf die Vorstellung des römischen Rechts. Da wird also das Eigentum als unbedingtes Herrschaftsrecht angesehen, das eben die Rechtsordnung schützt und das dem Eigentümer das Recht gibt, mit der Sache nach Belieben zu verfahren, also prinzipiell ohne Einschränkungen durch Gemeinwohlinteressen oder dergleichen und andere von jeder Einwirkung auszuschließen. Das ist also der Prinzipiensatz des BGB, das bringt doch einen deutlich anderen Zungenschlag als die gewundenen Formulierungen des Artikels 206 des chinesischen Zivilgesetzbuchs. Da bleibt schon ein erheblicher Unterschied bestehen. Nicht unbedingt spiegelt sich das dann im Weiteren. Eine ganze Reihe von technischen Einzelregelungen des deutschen Sachenrechts finden sich zwanglos wieder. Zum Beispiel und vor allem das Übergabeprinzip bei beweglichen Sachen, also das Prinzip, dass Rechtsänderungen, vor allem die Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen, immer sichtbar werden soll durch die Übertragung des Besitzes. Und dass daneben bestimmte Schutzmechanismen bestehen, prinzipiell ein Herausgabeanspruch des Eigentümers, wenn ihm der Besitz seiner Sache vorenthalten wird, wenn also ein anderer ihm die Sache weggenommen hat. Und für den Fall, dass der Besitz nicht entzogen ist, aber man im Genuss des Eigentums gestört wird, zum Beispiel dadurch, dass der Nachbar Lärm macht oder Gestank herüberwehen lässt oder dergleichen, ein Unterlassungsanspruch. Das beides findet sich getreulich abgebildet im chinesischen Recht. Sie werden vielleicht sagen, das sind nun keine Sensationen, das sind naheliegende Vorschriften, aber in der Struktur findet sich so nicht überall. Das Übergabeprinzip ist beispielsweise dem französischen Recht unbekannt und dasselbe gilt auch für diesen Herausgabeanspruch bei Besitzentziehung, der findet sich so beispielsweise in dem französischen Code Civil nicht. Der ist typisch für die Struktur des deutschen BGB. Ein typisches Strukturmerkmal des deutschen Rechts, über das in China erbittert gestritten wird, mit großer Leidenschaft, ist das sogenannte Abstraktionsprinzip, also die strikte Trennung der Übereignung als eines eigenen Rechtsgeschäfts. Da haben wir wieder diesen Begriff vom schuldrechtlichen Vertrag, durch den man sich zu einer Übereignung verpflichtet. Da will ich nicht näher darauf eingehen. Das ist ein Riesenthema im deutschen Recht, wo man das als eines der Leitfossilien, an dem man eben die deutsche Rechtstradition erkennt, bezeichnet hat. Und in China, wo darüber eine riesige Debatte geführt wird. Der Gesetzgeber hat sich nicht entschlossen, das zu übernehmen, aber im akademischen Bereich wird immer noch darüber gestritten, ob man es übernehmen sollte. Und die Regelung des Zivilgesetzbuchs ist auch nach wie vor keine klare Absage an dieses Prinzip. Eine klare Absage an Strukturen des BGB findet man damit, dass das chinesische Recht sehr zu Recht, wie ich einwerfen möchte, die sogenannte Mobiliarhypothek kennt, also das besitzlose Pfandrecht an beweglichen Sachen. In Deutschland ist es so, dass die Bestellung eines Pfandrechts, also eines Sicherungsrechts für den Gläubiger, prinzipiell voraussetzt, dass ihm die Sache, die verpfändet wird, auch übergeben wird. Wenn ich also beispielsweise der Bank mein Auto zum Pfand geben will als Sicherheit für einen Kredit, muss ich ihr das nach den Vorstellungen des BGB übergeben und kann damit nicht mehr damit fahren. Das ist wenig praktikabel. Deswegen wird das Pfandrecht in Deutschland kaum genutzt, sondern stattdessen die Sicherungsübereignung. In China ist die besitzlose Verpfändung möglich, also die sogenannte Mobiliarhypothek. Man streitet auch da, ob daneben noch Raum ist für die Figur, die das deutsche Recht als Ersatz entwickelt hat. Das sind sehr technische Fragen, die ich hier für die anwesenden Juristen verzeichne, die ich auch gerne erkläre, aber die ich jetzt nicht in den Einzelheiten erklären will. Das Gesamtfazit ist, wir haben am Anfang Bekenntnisse zum Sozialismus, wir haben dann Strukturen und Regelungstechniken, die starke Anleihen beim deutschen Recht machen. Allerdings haben wir auch erhebliche Abweichungen vom deutschen Recht, die letztlich berechtigte Kritik an der Kompliziertheit des deutschen Sachenrechts aufnehmen und insofern nicht als Überbleibsel des Sozialismus oder dergleichen zu werten sind, sondern vielleicht als echte Fortschritte gegenüber dem deutschen Recht. Schauen wir uns als zweites Prinzip, das ich auch in der Überschrift genannt hatte, den Grundsatz der Privatautonomie an, der in engem Zusammenhang mit der Eigentumsfreiheit steht, also das Recht der Selbstbestimmung in rechtlichen Fragen, die zum wesentlichen Teil in der Vertragsfreiheit sich niederschlägt, also in der Freiheit, Verträge zu schließen oder es zu lassen, der sogenannten Abschlussfreiheit.
der Formfreiheit, also der Freiheit ohne Einhaltung besonderer Formvorschriften, Rechtsgeschäfte abzuschließen, und schließlich in der Inhaltsfreiheit, das heißt in der Freiheit, inhaltlich das zu vereinbaren, was einem richtig scheint. Das ist aus Sicht des deutschen Rechts einerseits ein Aspekt der vom Grundgesetz garantierten Freiheit und wird deswegen auch als durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützt angesehen. Danach ist also die Privatautonomie um ihrer selbst willen als ein Stück Freiheit geschützt. Andererseits ist die Privatautonomie natürlich auch ein ganz wesentlicher Bestandteil jeder marktwirtschaftlichen Ordnung und insofern wesentliche Voraussetzung unserer Wirtschaftsordnung. Das bedeutet nicht, dass die Vertragsfreiheit uneingeschränkt gewährt ist. Es gibt ein berühmtes englisches Buch, The Rise and Fall of the Freedom of Contract, wo also gesagt wird, dass das Prinzip der Vertragsfreiheit möglicherweise seine besten Zeiten schon hinter sich hat. Das kann man auch in Deutschland so sehen, denn insbesondere die Vorschriften des Verbraucherschutzes, auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, haben zu erheblichen gesetzgeberischen Einschränkungen geführt. Und von jeher ist das die Vorschrift über die Nichtigkeit sittenwidriger Verträge, die wir kurz schon vorhin gesehen haben, als ein Korrektiv und als Begrenzung der Privatautonomie im Gesetz verankert. Das alles schauen wir uns jetzt im Vergleich ein bisschen weiter an. Nur um das nicht unerklärt zu lassen, der antik wirkende Herr links ist der Dichter Juvenal, dessen Vers Hoc volo sic jubio sit pro ratione voluntas manchmal als Inbegriff der Geisteshaltung der Privatautonomie verstanden wird. Schauen wir mal, was das chinesische Recht dazu zu sagen hat. Auch das chinesische Recht enthält das chinesische Recht enthält ein grundlegendes Bekenntnis zur Privatautonomie in dem Artikel 5 des Zivilgesetzbuchs und enthält damit einen Programmsatz, den das deutsche Recht so gar nicht kennt. Ob das nun heißt, dass die Privatautonomie in China gar eine größere Rolle spielt als im deutschen Recht, soll damit nicht gesagt sein. Es ist allgemein so, dass das bürgerliche Gesetzbuch Programmsätzen und Prinzipienverkündungen abhold ist. Man versucht durch die technisch präzise Regelung alles Nötige zu sagen und verlässt sich im Übrigen auf eine verständige Rechtswissenschaft, die das Übrige ergänzen wird. In China, wie gesagt, haben wir ein klares Bekenntnis zur Privatautonomie, zum Principle of Voluntariness, wie das hier in dieser etwas hölzernen englischen Übersetzung heißt, in Artikel 5. Wir haben da naturgemäß auch Einschränkungen, die wir mal neben die Einschränkungen der Vertragsfreiheit legen können, die das deutsche Recht kennt. Hier haben wir also die Regelung zur sogenannten Standard Clauses. Das ist das, was das deutsche Recht allgemeine Geschäftsbedingungen nennt. Und hier wird gesagt, solche allgemeinen Geschäftsbedingungen, also allgemeine Bedingungen, die ein Geschäftsmann im Verkehr mit Verbrauchern allen seinen Kunden auferlegt, unter denen er alle seine Geschäfte nur zu machen bereit ist, solche allgemeine Geschäftsbedingungen sind unter bestimmten Voraussetzungen unwirksam, nämlich einerseits dann, wenn sie gegen spezielle Verbote nach Artikel 506 verstoßen, das können wir außer Betracht lassen, dann aber vor allem, wenn die Partei, die eine solche Klausel stellt, die also solche allgemeinen Geschäftsbedingungen für sich aufstellt und ihren Partnern auferlegt, sich damit in unvernünftiger Weise von der Haftung freistellt oder ihre Haftung begrenzt oder eine verschärfte Haftung dem anderen auferlegt oder die Hauptrechte aus einem Vertrag beschränkt oder wenn sie die andere Partei ihrer wesentlichen Rechte beraubt. So die Formulierung. Das kommt Ihnen vielleicht etwas vage vor. Sie werden aber feststellen, wenn wir das mit der Grundregel des deutschen Rechts zur Kontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen vergleichen, sehen wir erstens, dass wir da auch es mit relativ vagen Generalklauseln zu tun haben und zweitens, dass ganz ähnliche Formulierungen da anklingen, sodass man auch hier wohl annehmen kann, das chinesische Recht hat sich da am deutschen Recht partiell orientiert, denn auch hier ist davon die Regel, dass sich das wesentliche Recht oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, eingeschränkt werden oder man eine Regelung trifft, die mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht vereinbar ist. Das sind ganz ähnliche Gedanken, wie sie eben im Chinesischen angeklungen sind, wenn da die Rede davon war, dass man die Hauptrechte oder die Hauptvorteile aus einem Vertrag einschränkt. Bevor wir uns fragen, was davon insgesamt zu halten ist, schauen wir als zweite Einschränkung der Privatautonomie oder der Vertragsfreiheit den
den Artikel an, den Sie eben schon gesehen haben, den Artikel, der der den Begriff des Rechtsgeschäfts unter anderem auch enthält, Artikel 153. Danach sind Rechtsgeschäfte, Civil Juristic Acts, dann unwirksam, wenn sie entweder gegen zwingende Vorschriften des Gesetzes verstoßen oder gegen Public Order or Good Morals, so in der englischen Übersetzung. Das ist das Äquivalent zu dem, was im deutschen Recht als Verstoß gegen Gesetz oder die guten Sitten normiert ist in § 134 und 138 BGB. Wir haben also auch da im chinesischen Recht relativ vage Bestimmungen zur Nichtigkeit von Rechtsgeschäften wegen Verstoßes gegen Public Morals und dergleichen. Wir haben aber ähnlich unscharfe Bestimmungen auch im deutschen Recht in § 138 BGB. Und wir haben auch Komplementärbestimmung dazu die Bestimmung, dass der Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot zur Nichtigkeit führt, auch in ganz ähnlicher Weise. Was ist nun in Deutschland, was macht man in Deutschland aus diesem Begriff der guten Sitten? Das ist einem erheblichen Wandel über die Zeit unterworfen gewesen. Gleich nach Inkrafttreten des BGB im Jahr 1901 hat das Reichsgericht die Formulierung geprägt, ein Verstoß gegen die guten Sitten lege vor, wenn ein Verstoß gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden vorliege. Also ein Rechtsgeschäft, das gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt, das ist nichtig. Damit sind letztlich die allgemein anerkannten, die herrschenden moralischen Maßstäbe gemeint. Und damit ist auch schon klar, dass das einem erheblichen Wandel unterworfen ist. Beispielsweise hat man im Jahr 1900 und noch lange danach jedes Testament für sittenwidrig und nichtig gehalten, in dem eine Zuwendung enthalten war an einen ehebrecherischen Geschlechtspartner, also in dem jemand, der noch verheiratet war, dem Partner einer außerehelichen Beziehung etwas zugewendet hat, sogenanntes Mätressentestament. Und irgendwann hat man dann gemeint, die herrschende Sozialmoral hätte sich in diesem Punkt gewandelt. Noch mehr als die herrschende Sozialmoral vielleicht haben sich in Deutschland, wie Sie wissen, die politischen Verhältnisse durch das 20. Jahrhundert gewandelt. Und das hat dazu geführt, dass während der NS-Zeit, auch wieder ausgesprochen durch das Reichsgericht, 102 Bände später in der Sammlung seiner Entscheidungen, nun das gesunde Volksempfinden, also eine typische NS-Formel, als Maßstab für das, was den guten Sitten entspricht oder widerspricht, angesehen wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist man selbstverständlich von dieser Formel wieder abgegangen, die es eben zwischenzeitlich ermöglicht hatte, alles, was nach NS-Maßstäben missliebig war, also beispielsweise Vertragsschlüsse mit Juden, als sittenwidrig und nichtig zu behandeln. Man ist dann teilweise, Sie sehen es da oben in der Entscheidung aus 2004, zu der alten Formel vom Anstandsgefühl der billig und gerecht Denkenden zurückgekehrt. Daneben und vor allem versucht man neuerdings, den Inhalt dieses Begriffs aus der Rechtsordnung selbst zu konkretisieren. Also nicht mehr aus der herrschenden Sozialmoral, nicht mehr aus irgendwelchen durchschnittlichen Wertvorstellungen, die im Volk herrschen, sondern daraus, was die Rechtsordnung selbst als wesentliche Wertvorstellungen setzt. Das beruht unter anderem auf der berühmten Lüth-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus der Frühzeit der Bundesrepublik, wo die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte begründet wurde. Also das, was an Grundrechten, zum Beispiel Meinungsfreiheit, Menschenwürde, im Grundgesetz verankert ist, das prägt auch den Maßstab der Sittenwidrigkeit. Also sittenwidrig und nichtig wäre beispielsweise ein Vertrag, in dem sich jemand seiner Menschenwürde begibt, zum Beispiel indem er sich hergibt für eine Disco-Belustigung wie Zwergenwerfen, wo also kleinwüchsige Menschen zur Belustigung der Meute durch die Luft geworfen werden. Sowas wäre dann auch als Arbeitsvertrag sittenwidrig und nichtig. Sie sehen also, über die 100 Jahre oder 120 Jahre der Geltung des BGB hat die Rechtsprechung sich bemüht, zu konkretisieren, was diese Formel von den guten Sitten heißen soll, sodass sie heute kein reiner Gummiparagraf ist. Sie ist aber immer noch ein Einfallstor auch für subjektive Wertvorstellungen und insofern ein bisschen gefährlich. Die neuere Rechtsprechung versucht eben vor allem durch die Orientierung an den Wertentscheidungen der Rechtsordnung selbst, das etwas zu präzisieren und einzufangen. Insofern ist die spannende Frage für die Vertragsfreiheit in China, was wird man aus dieser und ähnlichen Bestimmungen machen? Was heißt also in China, Guangxu Liangsu, dieser Ausdruck, der in China für die
öffentliche Moral und die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung und die guten Sitten steht. Der Begriff ist im chinesischen Recht neu. Die allgemeinen Prinzipien des Zivilrechts, die ja ansonsten in vielen Punkten unverändert in die neue Kodifikation eingegangen sind, hatten noch einen etwas anderen Begriff, der mit Public Interest übersetzt wird und in dem also sehr viel stärker das Gemeinschaftsinteresse oder das Staatsinteresse mitschwingt. Insofern hat man hier eine deutliche Zurücknahme der staatlichen Kontrolle über das Vertragsrecht in der Terminologie. Ob daraus in der Praxis etwas folgt oder wie überhaupt die Konkretisierung in Zukunft aussehen soll, das ist angesichts dieser ganz neuen Rechtsetzung noch offen. Es wird jedenfalls in China intensiv darüber diskutiert, wie die alten und die neuen Begriffe sich zueinander verhalten. Und es besteht ein Bewusstsein dafür, dass man sich mit der neuen Terminologie ans deutsche und in diesem Fall auch ans französische Recht angleicht. Und ich habe vorhin noch einen Aufsatz gelesen, der vorschlägt, da so in etwa die beiden Stränge hineinzulesen, die ich für das deutsche Recht aufgezeigt habe. Also einerseits die öffentliche Ordnung im Sinne dessen, was die Rechtsordnung oder der Staat als Prinzip vorgibt und andererseits so die herrschende Sozialmoral. Ja. Als letzten Vergleichsfall zum deutschen und chinesischen Recht würde ich gerne eingehen auf diese besonderen Vorschriften zum Schutz der Persönlichkeitsrechte, die ein eigenes Buch in dem chinesischen Zivilgesetzbuch enthalten, das haben, dass das deutsche Recht so nicht kennt. Das deutsche Recht kennt aber das allgemeine Persönlichkeitsrecht, nicht aber kennt es das BGB. Das ist etwas, was erst zu Anfang der Bundesrepublik aufgrund von Diskussionen, die schon in der Weimarer Republik geführt wurden, Anerkennung gefunden wird in einer Serie von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. Ich habe Ihnen hier die Namen und die Fundstellen dazu genannt. Sie sehen also, in den späten 50er und beginnenden 60er Jahren hat sich das etabliert, dass man also für Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts Schadensersatz verlangen kann. Allgemeines Persönlichkeitsrecht umfasst in Deutschland sehr viele verschiedene Dinge, die sich zum Teil decken mit dem, was in der angelsächsischen Rechtstradition Right to Privacy heißt, aber darüber auch weit hinausgehen. Ein wesentlicher Aspekt des Rechts, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist das Recht, in der Öffentlichkeit, nicht gegen seinen Willen in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden und in der Öffentlichkeit nicht fehlerhaft dargestellt zu werden. Ein berühmter Schulfall dafür ist der zweite hier genannte Fall, der Herrenreiterfall. Da ist ein Brauereibesitzer aus Köln beim Ausritt auf seinem Pferd in der Pose des Herrenreiters fotografiert worden. Und das Bild ist dann als Werbebild für ein Potenzmittel verwendet worden. Das hat den Mann sehr gekränkt, weil er eben das Gefühl hatte, er wird damit öffentlich dargestellt als jemand, der es nötig hat, ein solches Mittel zu sich zu nehmen. Und er hat dann auf Schadensersatz geklagt und unter dem Gesichtspunkt, dass eine Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts vorliege, was bis dahin so in der Rechtsprechung gar nicht anerkannt war, hat er diesen Schadensersatz bekommen. Man sieht schon an diesem Fall und könnte das auch an den weiteren Fällen, die ich hier aufgelistet habe, exemplifizieren, dass dieser allgemeine Persönlichkeitsschutz, der gerade in der frühen Bundesrepublik dann Anerkennung gefunden hat, in einem Spannungsverhältnis zu den verschiedenen Äußerungsfreiheiten, also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit steht. Denn eine solche Herabwürdigung, eine verletzende Darstellung kann insbesondere auch in der politischen Debatte eine Rolle spielen. Und wenn es dann dafür empfindliche Schadensersatzansprüche gibt, dann kann das die Debatte lähmen und insbesondere auch die Berichterstattung der Presse sehr erschweren. Und neben diesen Schulfällen, die hier aufgelistet sind, gibt es durchaus auch eine Unterströmung von Fällen mit politischer Konnotation, wo Politiker versucht haben, harter Kritik in den Medien zu entkommen, mit Berufung auf dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht und mit Schadensersatzforderungen gegen Presseorgane. Die deutsche Rechtsprechung hat dann über Jahre und Jahrzehnte Abwägungskriterien entwickelt, um das allgemeine Persönlichkeitsrecht gegen die Äußerungsfreiheit abzuwägen und dazu vernünftigen Lösungen zu kommen. Trotzdem braucht man nur die Berichterstattung des Spiegels in den 60er und 70er Jahren über diese Rechtsprechung zu verfolgen, um zu sehen, wie sehr das als Bedrohung der Pressefreiheit wahrgenommen worden ist. In China ist das nun kodifiziert und ganz offenbar wiederum nach deutschem Vorbild, also in enger Anlehnung an die Gesichtspunkte und die verschiedenen Fallgruppen, die es dafür gibt. Also all das, was in Deutschland als Aspekt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts diskutiert wird, ist in China nun kodifiziert, als ein wesentlicher Teil davon eben auch das Ansehen und die Ehre der Person.
Und dazu habe ich Ihnen hier unten abgedrückt die Vorschrift, die in China die Balance zur Äußerungsfreiheit herstellen soll, wo also für Medien, die im öffentlichen Interesse im Rahmen von Nachrichtenberichterstattung Behauptungen über Personen verbreiten, eine Haftungsfreistellung vorgesehen ist, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass erstens nicht vorsätzlich falsch informiert wird, dass schließlich drittens nicht beleidigende Worte verwendet werden, aber vor allem auch, dass zweitens das Medium, das in irgendeiner Weise ehrenrührig berichtet, eine Verpflichtung erfüllen muss, in angemessener Weise zu überprüfen, ob die Information, die es bekommt und weiterberichtet, vielleicht in ernsthafter Weise unrichtig war. Also Haftungsfreistellung gibt es nur, wenn man in hinreichender Weise die Seriosität der Quellen, aus denen man berichtet hat, überprüft hat. Und hier haben wir natürlich wieder eine Vorschrift, die zwar durchaus vernünftig gehandhabt werden kann und dann in etwa den Balancierungsversuchen entspricht, die die deutsche Rechtsprechung hat, die sich aber auch dafür eignen würde, eben dem Persönlichkeitsschutz weiten Raum zu geben, zu Lasten der Äußerungsfreiheit und damit ein Mittel zu haben, die öffentliche Debatte zu unterdrücken. Das ist etwas, was durchaus in Ostasien nicht einzigartig wäre. Das ist zum Beispiel der Weg wie in Singapur, was ja eine im Vergleich zu Festlandschina relativ freiheitliche Gesellschaft ist, aber doch eine gelenkte Demokratie. Dort ist es gang und gäbe, dass eben mittels Beleidigungsklagen und hohen Schadensersatzansprüchen als unangemessen angesehene Anwürfe gegen die Regierung unterdrückt werden. Für sowas wäre hier also Raum, aber auch für eine Entwicklung, die eine ähnliche Balancierung wie in Deutschland versucht oder sogar zugunsten der Äußerungsfreiheit darüber hinausginge. Am Ende dieses ganz kurzen, an wenigen Beispielen den Charakter des neuen Zivilgesetzbuchs illustrierenden Überblicks steht natürlich kein klares Fazit. Sie sehen vielleicht, dass das deutsche Recht aus vielen Gründen für China ein geeignetes Vorbild war, nicht nur wegen der geschichtlichen Tradition, sondern weil auch die Struktur des deutschen Rechts und seine im Wesentlichen technische Ausgestaltung mit Generalklauseln, in die man dann Wertungen verschiedenster Art hineintragen kann, es ermöglicht, sich an diesem Vorbild zu orientieren und dabei die politische Kontrolle über das Privatrecht nicht abzugeben. Insofern wird sich die Frage, was nun aus Privatautonomie und Eigentum oder auch aus der Äußerungsfreiheit im Sozialismus chinesischer Prägung wird, nicht aufgrund der Lektüre der Texte des neuen Zivilgesetzbuchs beantworten lassen. Und man wird auch nicht sagen können, dass allein dadurch, dass man sich nun weitgehend am deutschen Recht orientiert hat, auch ähnliche Verhältnisse wie in Deutschland im wirtschaftlichen Bereich oder auch im Bereich der gesellschaftlichen Debatte einkehren. Das wird man nicht erwarten können. Man kann aber jedenfalls festhalten, dass ein erheblicher Anspruch des deutschen Rechts besteht und dass es zumindest einzelne Hoffnungszeichen dafür gibt, dass dieses neue Zivilgesetzbuch auch in einer Weise gehandhabt wird, die dem Vorbild BGB entspricht. Zumindest im Bereich der Regelung zur Sittenwidrigkeit scheint es so, dass die staatliche Kontrolle von der Fassung der Texte her ein bisschen zurückgenommen wird. Damit ist letztlich der Vorhang zu und alle Fragen offen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Rüfner, für diesen sehr interessanten Vortrag und danke auch allen Zuhörern. Wir freuen uns, Sie auch bei den nächsten Veranstaltungen von China heute begrüßen zu können.